Die Mitte Europas im zweiten Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Viele Regenten herrschten im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Doch zwei Monarchen ragen heraus: Preußens Friedrich und Österreichs Maria Theresia. Sie sind Rivalen. Ihr Krieg spaltet nicht nur Deutschland, sondern auch Europa. Gibt es einen Sieger? An der Grenze zwischen Brandenburg und Schlesien ahnt im Winter 1740 niemand, was bevorsteht. Der preußische König! Ein Überfall, der die Welt verändern wird. In einer Jahreszeit, in der sonst niemand Krieg führt, marschiert der preußische König Friedrich II. Ohne Vorwarnung in Schlesien ein, das zu Österreich gehört. Meine Jugend hat mich dazu verführt, rechtfertigt sich der Preuße später. Und auch die Gier nach Ruhm. Auf geht's. In Wien hat seit kurzem die Habsburgerin Maria Theresia das Sagen, Herrscherin über Österreich. Die junge Mutter ist im Regieren gänzlich unerfahren, ebenso wie Franz Stephan, der Mann an ihrer Seite. Der preußische König ist in Schlesien einmarschiert. Wie kann er es wagen? Schlesien gehört uns. Niemals werde ich diesen dreisten Raub hinnehmen. Es geht um weit mehr als nur um Schlesien. Es geht um die Vorherrschaft auf deutschem Boden. Er will uns zur Aufgabe zwingen. Brandenburg-Preußen soll Großmacht werden, auf Kosten Österreichs. So will es der König. Und trifft auf eine Gegnerin, die er maßlos unterschätzt. Und die sich wehren will, um jeden Preis. Das bedeutet neuen Krieg. Ein europäischer Krieg, den Friedrich nicht mehr unter Kontrolle hat. Morgen um diese Zeit haben wir den Feind geschlagen. Oder wir sehen uns nie wieder. Ein Krieg, der die Rivalen an den Abgrund führt. Und nicht nur Deutschland verändern wird. Seit 300 Jahren sind die Habsburger stärkste Macht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Ganz anders als die Hohenzollernkönige. Mit ihrem Königreich der Flicken und Fetzen, wie es damals heißt. Beide Mächte haben Territorien innerhalb und außerhalb des Reichs. Brandenburg-Preußen ist ein eher karges Land. Tiefe Wälder, endlose Sümpfe und sandige Böden. Knapp 2 Millionen Menschen leben hier, als Friedrich im Jahre 1712 geboren wird. Die Kindheit des kleinen Prinzen ist alles andere als märchenhaft. Das Leben am preußischen Hofe spartanisch. Schon als Dreijähriger muss sich Friedrich einem strengen Regiment unterwerfen. Dem des Vaters, der seinem Ruf als Soldatenkönig auch in der Familie gerecht wird und keinen Widerspruch duldet. Gottloser Kerl, du wagst es, Preuß! Du hast doch Bibel zu belehren! Preuß!
Also er war undiszipliniert, aufbrausend und einfach von schlechtem Betragen und hat sich in vielem gehen lassen, gerade auch dem Sohn gegenüber. Der Sohn ist ein Schöngeist mit der Vorliebe für antike Formen und französische Literatur. Doch damit sei kein Staat zu machen, meint sein herrischer Vater. Der will Brandenburg-Preußen stärken, mit einer schlagkräftigen Armee und einer vollen Staatskasse. Friedrichs Welt ist das nicht, noch nicht. Mit 18 will der Kronprinz fliehen, vergeblich. Sein Vater lässt ihn verhaften und in die Festung Küstrin bringen. Für den Soldatenkönig ist der Fluchtversuch des Sohnes Fahnenflucht. Darauf steht die Todesstrafe. Wird ihn der eigene Vater hinrichten lassen? An seiner Statt muss ein anderer sterben. Hans Hermann Katte, Friedrichs Jugendfreund. Weil er von den Fluchtplänen des Kronprinzen wusste, wird er zum Tode verurteilt. Der Schmerz, den ihm sein Vater zufügt, wird ihn lebenslang verfolgen. Evident ist, dass er ihn an den Rand einer persönlichen Katastrophe führen wollte. Auch mit der Hinrichtung Kattes, die ja der Thronfolger mit ansehen musste, das hat ihn ja beinahe umgebracht. Die Kunde vom Strafgericht dringt bis an den Hof in Wien. Der Habsburger Kaiser ist Friedrichs Patenonkel. Er will vermitteln und schickt einen Bittbrief an den preußischen König. Er möge den Sohn begnadigen, was später auch geschieht. Anders als der Soldatenkönig ist Karl der VI. Ein liebevoller Vater. Seine Tochter Maria Theresia steht ihm besonders nah, auch wenn sie nur ein Mädchen ist. Maria Theresia war sehr intelligent, hat sehr viele Sprachen schon in ihrer Jugend gelernt und war ein sehr fröhliches Kind, ganz im Gegensatz zu Friedrich. In der Kaiserfamilie geht es fast bürgerlich zu, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine unbeschwerte Kindheit. Doch es gibt ein Problem. Maria Theresia hat keinen Bruder. Wer soll Kaiser Karl dem VI. Einmal nachfolgen? Maria Theresia ist frei aufgewachsen. Sie hat immer gedacht, na gut, also ich bin eher ein Mädchen, ich komme eh nicht auf den Thron, also was soll's? Es kommt anders als erwartet. Ein Gesetz soll die Erbfolge der Kaisertochter in Österreich und Böhmen sichern. Sie nennen es pragmatische Sanktion. Da stirbt der Kaiser unerwartet, ohne männlichen Thronfolger. Nun soll Maria Theresia regieren, mit gerade 23 Jahren. Eine junge Frau unter den Mächtigen Europas. Aber was taten sie? Sie sahen da eine Frau, schwanger mit drei Kindern, und haben gesagt, na ja, also die kann das sowieso nicht. Wir nehmen uns jetzt alle die Beute weg. Auch er. Seit 1740 König will Friedrich II. Wie sein Vater Preußens Macht mehren. Der Schöngeist wird Eroberer. Die Habsburger verfügen über viele Territorien in Mitteleuropa. Von den südlichen Niederlanden bis zum Balkan. Nachbarfürsten machen Ansprüche geltend. Der Preußenkönig fordert Schlesien, südlich seines eigenen Landes. Niemand rechnet mit diesem Einmarsch, der mit angeblichen Erbansprüchen begründet wird. Tatsächlich ist es ein klarer Rechtsbruch. Maria Theresia hat dem zunächst nichts entgegenzusetzen. Für Friedrich eine leichte Beute, doch von hohem Wert. Auf geht's. Denn Schlesien mit der Oder als Lebensader ist nicht nur strategisch bedeutsam. Es ist auch eine reiche Provinz mit einer florierenden Wirtschaft.
Die Stadt Breslau mit ihrer Universität, der Leopoldina. Was heißt es für die Habsburgerin Maria Theresia, all das zu verlieren? Sie weiß, dass sie diesen dreisten Raub des bösen Mannes, wie sie sagt, nicht hinnehmen darf. Doch wer kann ihr helfen? Sie hat gesagt, ich habe diese Aufgabe und ich werde alles tun, sie zu erfüllen. Und da hat sie dann den Ausweg gesehen in Ungarn. Von den Ungarn, deren Krone sie trägt, verspricht Maria Theresia sich Hilfe, Geld und Truppen. Mit dem Sohn im Arm will sie die Herzen der Ungarn erweichen. Was wird sie sagen? Warten wir es ab. Die Zeit drängt. Von allen verlassen, flüchten wir uns einzig zu der alten, angestammten Tugend der Ungarn, ihrer Treue. Vertrauen wir uns und unsere Kinder an. In dieser gegenwärtigen Gefahr muss ohne Zögern Rat geschafft, das Schwert ergriffen werden, um unsere und des Reiches Feinde zurückzudrängen. Lässt sich der ungarische Adel bei der Ehre packen? Er tut es. Und erhält dafür mehr Rechte. Die Hilfe der Ungarn war eine wirkliche Rettung. Das heißt, eine Rettung insofern, dass Maria Theresia einen neuen Mut bekommen hat, dass sie gesehen hat, da sind Truppen, die mir helfen, die sind mir treu. 4 lange Jahre kämpfen Friedrichs Truppen gegen die Armee Maria Theresias. Jetzt zeigt sich die militärische Überlegenheit der preußischen Armee. Drill, Disziplin und unbedingter Gehorsam machen sie besonders effizient. Doch die Österreicher lernen dazu. Und so wechselt das Kriegsglück von Schlacht zu Schlacht. Friedrich brilliert als Feldherr. Das kann seine Rivalin nicht. Da schickt der Preußenkönig ihr ein Angebot. Unsere Kinder vermissen dich. Friedrichs Angebot betrifft auch ihren Ehemann Franz Stephan. Er könne Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation werden, wenn Maria Theresia im Gegenzug auf Schlesien verzichte. Nein, 5 Jahre Leid und Zerstörung. Das hast du selber gesagt. Alles für nichts und wieder nichts. Du verstehst nicht. Wenn ich jetzt nicht Frieden schließe, dann verliere ich nicht nur Schlesien, sondern noch sehr viel mehr. Ich muss an die Zukunft unserer Kinder denken. Die Kaiserkrone gebührt uns und unserem Sohn Josef. Ihr Vater war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Ihr ist diese Würde verwehrt, weil sie eine Frau ist. Nun soll ihr Mann die Krone tragen. Und dafür muss sie sich mit Friedrich arrangieren. Und Schlesien hole ich mir später zurück. Die Kaiserkrone. Wer sie trägt, der soll im Reich für Recht und Frieden sorgen. Franz Stephan erhält sie. Doch seine Frau ist die heimliche Kaiserin. Sehr typisch für Maria Theresia war, dass sie ihren Mann, den sie ja wirklich von Herzen geliebt hat, nicht bei der Krönung begleitet hat. Also nicht neben ihm niedergekniet ist. Nein, sie ließ ihn ganz alleine, war unter den Zuschauern und hat ihm zugejubelt und hat sich gefreut. Aber sie hat ganz klar demonstriert, ich bin nicht die Frau des Kaisers, das interessiert mich eigentlich gar nicht, sondern ich bin die Herrscherin. Auch Friedrich II. Lässt sich bejubeln, denn Preußen ist nun auf dem Weg zur Großmacht. Selbst in anderen Teilen des Reiches wird der König gefeiert, als Friedrich der Große. Doch der Krieg hat ihn gezeichnet und viele Opfer gefordert.
Nun soll auch seine Hauptstadt wachsen. Was seine Vorfahren begonnen haben, will er vollenden. Friedrich träumt von einem Spree-Athen im märkischen Sand. Bei seinem Regierungsantritt leben hier 100.000 Menschen. Berlin ist eine Einwandererstadt. Allein 7.000 Hugenotten, protestantische Flüchtlinge aus Frankreich, haben hier eine neue Heimat gefunden. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden, sagt der König. Und spricht sogar davon, auch eine Moschee bauen zu lassen. Die Stadt ist weltoffen. Die Akademie der Wissenschaften, die erste auf deutschem Boden, hat ihren Sitz in Berlin. Unter dem Preußenkönig erfährt die Stadt eine kulturelle und wirtschaftliche Blüte. Überall im Land lässt Friedrich Manufakturen errichten. In ihnen arbeiten Hunderte von Menschen, auch Frauen. Niemand soll untätig sein. Das überprüft der Monarch mitunter höchstpersönlich. Vor allem die königliche Porzellanmanufaktur liegt ihm am Herzen, garantiert sie jedoch beachtliche Profite. Das weiße Gold, es findet viele Liebhaber. KPM, eine königliche Marke. Friedrich ist die Großstadt bald zu turbulent. Er will ungestört regieren und philosophieren. Auf einem Weinberg bei Potsdam lässt er ein neues Schloss bauen, nach eigenen Plänen. Sans Souci. Der Name ist Programm. Ohne Sorgen will er hier leben, fern vom Berliner Hofzeremoniell. Hier komponiert und musiziert der Preußenkönig als Flötenspieler von Sanssouci. Hier empfängt er illustre Gäste aus vielen Ländern Europas. Der französische Philosoph Voltaire ist schon zu Lebzeiten weltberühmt und ein Gourmet. Viel zu tun für die Hoflieferanten und Köche. Sie sollen den anspruchsvollen Gast bei Laune halten. Denn Friedrich will, dass er an seinem Hof bleibt. Zweimal am Tag lässt der König auftischen. Und Orden hat er dem Denker auch schon verliehen. Zwölf Köche aus Frankreich, Italien, Russland, England und aus deutschen Landen sollen aus all dem Delikatessen zaubern. Friedrichs Tafelrunden sind bis heute legendär, berühmt und auch berüchtigt. Seine Gäste sind meist Offiziere und Gelehrte. 7 bis 10 Personen. Gesprochen wird nicht Deutsch, sondern Französisch. Mon cher ami, je vous ai éperdument cherché dans le parc cet après-midi. Où est-ce que vous vous étiez caché? J'ai composé quelques vers. Bien. J'espère que vous y avez pensé au roi. Ah, bien, dans un sens, oui. J'ai dédicacé ces vers à la reine. La pauvre est si seule dans son château. J'ai voulu ainsi la remonter un peu. Je ne souhaitais pas la présence de femmes dans cette ronde. Et je ne souhaitais pas que l'on parle d'elle. Eine Männergesellschaft par excellence. Nicht einmal die Königin hat Zutritt. Das ist kein Hof, wird Voltaire später sagen, sondern eine Klausur, aus der die Frauen verbannt sind. Die Ehe des Monarchen mit Elisabeth Christine besteht nur auf dem Papier, bleibt kinderlos.
Warum diese Distanz zum weiblichen Geschlecht? Er war ja zu Anfang durchaus ein Amoroso. Und dann kommt ja eine Geschlechtskrankheit, die zu Deformationen geführt hat und zeitlebens ihm subjektiv das Gefühl vermittelt hat, dass er nicht zeugungsfähig sei. Und im Übrigen war das wohl anatomisch auch sichtbar, was da passiert war. Also er war eben genierlich. Friedrichs Blick aus seiner Bibliothek fällt auf diese antike Skulptur. Ein zarter Jüngling, ein Lustknabe. Manche Biografen sprechen von homoerotischen Neigungen des Königs. Ausgelebt hat er sie nicht. Wenn man das unterstellt, dass er sich geniert hat, wegen seiner Verletzungen in dem Genitalbereich, dann wird er das auch Männern gegenüber so getan haben. Das heißt also, was da immer unterstellt wird, dass das da mit den Männern gehabt haben soll, halte ich wirklich für übertrieben. Nicht nur Frauen haben es schwer an Friedrichs Hof. Auch deutsche Dichter und Denker sucht man in Sanssouci vergebens. Der preußische König scheint kaum zu bemerken, dass sich damals immer mehr Deutsche als Angehörige einer werdenden Kulturnation empfinden. Die großen Köpfe der Zeit, ein Mann wie Immanuel Kant, er wirkte in Königsberg. Herder kommt aus Ostpreußen und geht über Riga nach Weimar. Sanssouci war nicht der Ort, der solche Kapazitäten anzog. Und vermutlich lag das daran, dass, wie die Zeitgenossen berichteten, im Anwesenheit Friedrichs II. Die Zimmertemperatur um einige Grade stürzte. Das war nicht das Biotop, in dem sich große Köpfe wohlfühlten. Goethe, Schiller und andere große Namen, von ihnen nimmt Friedrich kaum Notiz. Die Dichter und Musiker suchen ihr Glück weit weg von Berlin, an kleineren Fürstenhöfen wie in Weimar. Hier entstehen zeitlose Werke der deutschen Klassik. Sie geben vielen Menschen das Gefühl, dass ein einendes Band durch die gemeinsame Sprache besteht, unabhängig von der Vielzahl und Vielfalt der deutschen Territorien. Die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar erinnert noch heute an den schöpferischen Reichtum jener Epoche. Ihm geht es weder um das Reich noch um die Kultur der Deutschen. Friedrich sieht sich als der erste Diener Preußens. Er reist selbst von Dorf zu Dorf. Fast 3/4 seiner Untertanen leben auf dem Lande. Auf den eigenen königlichen Gütern mildert Friedrich die Härten bäuerlicher Unfreiheit. Doch im restlichen Preußen bleibt alles beim Alten. Der König kann und will es sich nicht mit dem Adel verscherzen. Denn der stellt die Offiziere. Und die Bauern stellen die Soldaten. Weil es noch keine Schulpflicht gibt, will der König, dass wenigstens die künftigen Rekruten etwas lernen. Warum seid ihr nicht in der Schule? Euer Majestät, in unserem Dorf gibt es keine Schule. Dann müsst ihr halt ins nächste Dorf. Ihr müsst was Gescheites lernen. Oder wollt ihr ewig Schafe hüten? Ich werde einmal Soldat, Majestät. In welchem Regiment wird er dienen? Im Regiment Bernburg. Dann muss er erst recht viel lernen. Des Königs Soldaten müssen schreiben und rechnen können. Und kämpfen und sterben. Auch Friedrichs Gegnerin Maria Theresia bleibt in all den Jahren nicht untätig. Weil ihr die Hofburg zu düster ist, lässt sie die Sommerresidenz Schönbrunn vor den Toren Wiens erweitern. Das neue Schloss hat eindrucksvolle Ausmaße, erinnert an den Hof des Sonnenkönigs in Versailles. Auch die inzwischen 13-fache Mutter tut alles, um ihr Vielvölkerreich zu reformieren. Das Interessante dabei war, dass Maria Theresia sich nicht zu schade war,
den großen Feind, also ihren Intimfeind, zu imitieren. Das heißt, alles das zu übernehmen, was bei ihm besser war als bei ihr in Österreich. Das ist ja schon eine Leistung. Maria Theresia hört auf den Rat von Experten. Auch für sie haben die Reformbemühungen vor allem ein Ziel. Preußen muss über den Haufen geworfen werden, wenn das Erzhaus aufrecht stehen soll. Sie wissen, wie sehr mir Schlesien am Herzen liegt. Wenn Frankreich und Sachsen uns zur Seite stehen, könnten wir Preußen wieder in die Schranken verweisen. Das bedeutet neuen Krieg. Und Friedrich gießt noch Öl ins Feuer. Seine boshaften Reden über die drei Erzhuren Europas, wie er sie spöttisch nennt, führen mit dazu, dass sie sich gegen ihn verbünden. Maria Theresia, Madame Pompadour, Mätresse des französischen Königs und die russische Zarin Elisabeth. Preußen ist nun von Gegnern umzingelt. Russland schaut mit Argwohn auf die werdende Großmacht. Ein Bündnis zwischen Österreich, Frankreich, Sachsen und Russland besiegelt den Pakt gegen Preußen. Dem steht nur England zur Seite. Die Engländer führen zugleich Krieg gegen Frankreich um die Vorherrschaft in Nordamerika und Indien. Sie unterstützen Preußen, um die Franzosen im Kampf um die Kolonien zu schwächen. So ist der Konflikt auf deutschem Boden auch von Weltpolitik bestimmt. Friedrich muss handeln, will den Gegnern zuvorkommen. Zuerst trifft es die Sachsen. Wieder ein Überfall ohne Kriegserklärung. Doch es ist nur der Anfang eines siebenjährigen Krieges. Immer wieder greift der König selbst in die Kämpfe ein, riskiert sein Leben. Doch wie lange werden seine Truppen standhalten angesichts der Übermacht? Die Preußen sind taktisch oft überlegen, aber auch ihre Verluste sind hoch. Wer soll die Gefallenen ersetzen? Die preußische Rekrutierung erfasst immer mehr Landeskinder. Es sind die ersten Schritte zu einer Wehrpflicht. Schon in der Kindheit werden die Soldaten nach festen Regeln ausgewählt und erhalten von ihrem künftigen Regiment ein Zeichen der Zugehörigkeit. Hinzu kam dann die Auslandswerbung, wobei das Wort Werbung verhüllt, dass dies auch mit List, Gewalt und hohen Promillzahlen einhergehen konnte. Nicht jeder Gemusterte wird eingezogen. Bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Im Staatsarchiv Münster gibt es Hinweise auf die preußische Rekrutierungspraxis. Etwa ein schlichtes Maßband. Die Soldaten mussten eine Mindestgröße haben. 1,69 Meter sind es in der Zeit Friedrichs des Großen. Gerade stehen! Jedes Jahr wird nachgemessen. Manche Rekruten sind gerade 16 Jahre alt. Das Gebiss ist kriegswichtig. So, der Nächste. Denn nur wer gute Zähne hat, kann auf Dauer die Patronen mit dem Pulver aufbeißen. Nur jeder Siebte ist tauglich. Auch Maria Theresia braucht Soldaten. Eigene und verbündete Truppen. Die Preußen haben bei Prag gesiegt, Majestät. Und unsere Truppen? Haben sich in die Festung zurückgezogen. Die Preußen stehen mit Mörsern und Kanonen vor der Stadt. Maria Theresia ist auch Königin von Böhmen. Wird sie es an Friedrich verlieren, wie Schlesien? Er will uns zur Aufgabe zwingen. Das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Unter allen Umständen. Noch ist Prag nicht verloren, Euer Majestät. Was schlagen Sie vor, General? Frische Verbände sind auf dem Weg nach Prag. Sie sind nur wenige Tagesmärsche entfernt. Gut.
Alle verfügbaren Kräfte zum Entsatz unserer Truppen. Schickt Eilboten. Wir müssen Prag halten. Um jeden Preis. Sehr wohl, Majestät. Nach einigen Gefechten ohne klaren Sieger steht eine entscheidende Schlacht bevor. Bei Leuthen. Zum ersten Mal spricht Friedrich seine Generäle auf Deutsch an. Meine Herren, ich habe Sie herkommen lassen, um Ihnen für die treuen Dienste, die Sie bisher dem Vaterlande und mir geleistet haben, zu danken. Mich auf Ihren Mut und Ihre Erfahrung verlassend, habe ich den Plan zur Bataille gemacht, die ich morgen liefern werde und liefern muss. Ich werde gegen alle Regeln der Kunst einen zweimal stärkeren, auf Anhöhen stehenden Feind angreifen. Ich muss es aber tun. Oder es ist alles verloren. Ist einer unter Ihnen, der nicht so denkt, der nehme hier auf der Stelle seinen Abschied. Ich werde ihm selbigen, ohne irgendeinen Vorwurf geben. Die Offiziere stehen zu ihrem König. Friedrich hat nichts anderes erwartet. Gehen Sie nun ins Lager zurück und sagen Sie das, was ich Ihnen hier gesagt habe, Ihren Regimentern. Leben Sie wohl, meine Herren. Morgen um diese Zeit haben wir den Feind geschlagen oder wir sehen uns nie wieder. Friedrich weiß, es stehen nur 39.000 Preußen gegen 66.000 Österreicher. Ein Zusammenprall auf breiter Front muss also vermieden werden. Die Lösung ist die berühmte schiefe Schlachtordnung. Die gegnerischen Truppen sollen am rechten Flügel erfasst und aufgerieben werden, bis die Front nachgibt. Am Nachmittag ergeht der Befehl, auch die offene rechte Flanke anzugreifen. Es ist der Schlüssel für den Sieg. Selbst der König hat damit nicht rechnen können. Seit dieser Schlacht gilt Friedrich als genialster Feldherr seiner Zeit. Leuthen wird zum Mythos der preußischen und deutschen Geschichte. Und Friedrich zur Legende, auch bei den eigenen Soldaten. Die schiefe Schlachtordnung hat Friedrich von den Feldherren der Antike übernommen. Sie geht nun in die Militärgeschichte ein. Der alte Fritz, wie er bald heißen wird, er wird zum Vorbild. Auch für einen selbsternannten größten Feldherrn aller Zeiten. Friedrich II. Wurde insofern missverstanden, als er als ein Staatsmann des unkalkulierten Risikos interpretiert worden ist. Hitlers Risikobereitschaft war ja eine, die jedes Risiko jenseits der Rationalität noch akzeptierte. Friedrich II. War Rationalist auch da. Für ihn war das Risiko immer eines, das er noch kalkulieren musste. Und insofern war seine Staats- und Militärkunst eine, durchaus mit Verantwortung unterlegte. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Händen. Auch dieser Moment wird zur Legende. 25.000 Soldaten stimmen ihn an, den Choral von Leuthen, das Kirchenlied Nun danket alle Gott. Doch Leuthen ist nur eine Episode im Siebenjährigen Krieg. Das weiß keiner besser als der König selbst.
Die Geister, die er einmal rief, wird er nicht mehr los. Eine Schlacht ist gewonnen, aber nicht der Krieg. Ein seltenes Dokument, das Tagebuch eines Schweizer Söldners, gewährt uns Einblick in den Kriegsalltag der preußischen Armee. Kälte, Hunger, Krankheiten setzen den Soldaten zu. Und dann die Angst vor Verstümmelung und Tod. Auf den legendären Sieg von Leuthen folgen vernichtende Niederlagen. Mehr als einmal denkt der König nun an Selbstmord. Immer öfter quält ihn die Erinnerung. Eure Majestät haben geträumt. Majestät sollten sich ausruhen. Morgen früh könnt ihr... Das wird auch nichts nutzen. Das Glück hat sich von mir abgewandt. Ich hätte drauf gefasst sein sollen. Schließlich ist Fortuna eine Frau. Und ich bin kein Liebhaber. Österreicher, Russen und Franzosen drängen Friedrich an den Abgrund. Er erkennt, in diesem Krieg wird es keinen Sieger geben, nur Opfer. Immer mehr Soldaten desertieren. Und noch so grausame Strafen können nicht verhindern, dass die Disziplin auf beiden Seiten bald am Ende ist. Friedrich II. Selbst hat geschrieben, der preußische Soldat müsse seinen Offizier mehr fürchten als den Feind. Diese verbürgte Aussage Friedrichs II. Wirft ein helles Licht auf die Disziplinarpraxis. Es ist ein Tag, den Friedrich nie vergessen wird. Bei Kunersdorf, östlich Frankfurt an der Oder, stellt er sich der Übermacht von Österreichern und Russen. Wieder folgt ein mörderisches Schlachten. Der König gerät wie so oft schon in die Schusslinie. Diesmal trifft ihn eine Kugel. Majestät! Ist dies das Ende Friedrichs und aller preußischen Großmachtsträume? Weg! Eine goldene Schnupftabaksdose macht Geschichte. Die Kugel blieb im Deckel stecken. Nach der Katastrophe von Kunersdorf will Friedrich aufgeben, seinem Leben ein Ende setzen. Gift trägt er stets in einem Medaillon bei sich. An einen Minister in Berlin schreibt er: Mein Unglück ist, dass ich noch lebe. Von 48.000 Mann habe ich jetzt, wo ich dies schreibe, keine 3.000. Man wird in Berlin gut tun, an seine Sicherheit zu denken. Ich habe keine Hilfsmittel mehr. Ich werde den Untergang meines Vaterlandes nicht überleben. Wie so viele seiner Soldaten. Die Rettung, sie kommt unverhofft. Die Gegner sind sich uneins, lassen den Sieg ungenutzt verstreichen. Und schließlich stirbt in Petersburg auch noch die Zarin Elisabeth, die Friedrich hasste. Der Thronfolger Peter III. Ist ein glühender Verehrer des Preußenkönigs. Es ist das rettende Mirakel, das Wunder des Hauses Brandenburg. Maria Theresia verliert ihren wichtigsten Bündnispartner. Russland schließt Frieden mit Preußen. England besiegt Frankreich in Nordamerika und ist nun See- und Kolonialmacht Nummer 1. Es verliert das Interesse am deutschen Kriegsschauplatz. Auch Frankreich zieht sich zurück. Am Ende profitiert Preußen.
Der Siebenjährige Krieg war noch kein totaler Krieg. Das macht ihn so spezifisch. Aber das eigentliche Mirakel, das eigentliche Wunder besteht doch darin, dass dieser Staat, dieser alles andere als Großstaat, sich gegenüber einer europäischen Konstellation und Koalition hat behaupten können, und das über 7 Jahre. Der Friede von Hubertusburg 1763 beendet den Siebenjährigen Krieg. Ein Frieden zwischen Österreich und Preußen, ohne nennenswerte Landgewinne für eine der Parteien. Schlesien bleibt preußisch. Besser ein mittelmäßiger Frieden als ein glorreicher Krieg, lautet die Devise der Habsburgerin, die mit zitternder Hand unterschreibt. Maria Theresia. Sie konnte nicht verhindern, dass Preußen zweite deutsche Großmacht wird. Ihrem Erzfeind Friedrich ist sie nie begegnet und hat sich doch mit aller Kraft behauptet. Friedrich II. Hat erreicht, was er wollte. Doch er hat einen hohen Preis bezahlt. Der von ihm entfesselte Krieg forderte 400.000 Menschenleben allein in Brandenburg-Preußen. Und nur durch Glück entging er einer Niederlage. Als Maria Theresia 1780 stirbt, schreibt Friedrich: Ich habe mit ihr Kriege geführt, aber ich war nie ihr Feind. Der alte Fritz stirbt 1786. Einsam, aber doch am Ziel. Zurückbleiben 2 Mächte, die auch künftig um die Vorherrschaft auf deutschem Boden ringen werden.